Zu meiner Zeit gab es diese Aquädukte noch nicht einmal. Nur Geduld. Seht ihr den Feind dort drüben? Komm, befreien wir den Feind. Demnach ist Caldeum prachtvoll und verkauft. Ja, und die Stadt wurde auf Geheimnis erbaut. Zieht diesen Hebel. Dieser Durchgang sollte zu den trostlosen Sanden führen. Eine Geheimtür hinter einem Wasserfall versteckt. Wie fantasievoll. Würdet ihr es besser hinbekommen? Das werdet ihr schon sehen, wenn wir meine Archive erreichen. Hallo? Irgendjemand da draußen noch am Leben? Es ist ein wenig dunkel hier drin. Hier da draußen! Seid ihr noch am Leben? Oder sind es die Monster? Vielen Dank für die Befreiung. Es wurde langsam ein wenig langweilig da drin. Ich suche einen magischen Schmelztiegel, der einer Legende nach in diesen Aquädukten versteckt wurde. Er wäre eine wertvolle Ergänzung meiner Juwelierswerkzeuge. Helft mir, ihn zu finden, und ich werde tief in eurer Schuld stehen. Wie unhöflich von mir! Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin der habgierige Shen. Und wonach giert es euch, Shen? Oh, dies und das. Das werdet ihr schon noch merken. Ich kann mir nicht erklären, warum mein junger Partner mir eins über den Schädel gezogen und mich hier drin eingeschlossen hat. Ohne einen sachkundigen Führer ist dieser Ort recht gefährlich. Und ihr seid ein solcher? Ja, das bin ich. Früher lebte ich hier unten, lange ist es her. Aber über diese Zeit rede ich nicht. Und ihr dachtet, ich wäre seltsam.
Eigentlich war es ganz interessant, in einem Fass eingesperrt zu sein. Ich hatte eine lange Zeit, in Ruhe nachzudenken. Aber ein bisschen unbequem war es schon. Er gehört mir! Seid vorsichtig, Gavin! Er könnte verflucht sein! Oh je! Ich habe ihn gewarnt. Der Schmelz sollte nun sicher sein. Hebt ihn auf! Hebt ihn auf! Armer junger Mann. Wenn ich gewusst hätte, dass der Schmelztiegel mit einem Fluch versehen war, hätte ich ihn nie mitgenommen. Wenn ihr mich im Caldeum besucht. Geht ihr schon einmal vor. Ich werde zurück in die Stadt gehen. Wir treffen uns in den Archiven wieder. Sind uns ähnlich, ihr und ich. Aber diese anderen, der gefallene Engel, die Hexe, sie benutzen euch für ihre eigenen Zwecke. Ihr habt euch entschieden, ihre Marionette zu sein, obwohl die Macht eures Geburtsrechts euch zu einem Gott machen könnte. Oh, ich bilde mir nicht ein Gott sein zu können. Das überlasse ich euch. Kein Grund, so abfällig zu werden. In Kürze werde ich diese Welt wieder beschreiten. Dann werdet ihr schon sehen, was ein Nephalem erreichen kann. Möglicherweise genau unter dem Ort, an dem wir uns gerade befinden. Die Horadrim konnten sie nicht zerstören. Sie konnten nur die Tür hinter ihnen verriegeln. Und ich habe noch immer die Schlüssel. Seelenstein endlich die wahre Macht der Menschheit entschlüsseln kann. In grauer Vorzeit verfügte die Menschheit über Mächte, die in diesen trostlosen Zeiten unerreicht sind. Mit dem Seelenstein
werde ich mir selbst die Stärke meiner Vorfahren verleihen können. Kull erinnert mich an die Magier aus meiner Zeit. Herablassend und wahnsinnig? Schlimmer. Sie waren die Ersten, die Dämonen in die Welt beschworen haben. Die Schatten werden länger. Ich denke, wir kommen näher. Dafür nicht aus. Kann ein verrückter Zauberer sich jemals bessern? Ich glaube nicht. Einst Soltun Kull, bevor sie zu seinem Gefängnis wurden. Ah!
Über diesem Ort hängen Angst und Wut wie ein unheilvoller Schleier. Hier ist der Eingang zu meinen Archiven. Lasst mich das Portal aktivieren. All dies für meine Forschung und meine Experimente erbauen. Der schwarze Seelenstein war eine komplizierte Schöpfung. Ich musste viel dafür opfern, ihn herzustellen. Kulls Gastfreundschaft lässt zu wünschen übrig. Sieht aus, als wäre ich gerade rechtzeitig gekommen. Kaiser Hakan, was macht ihr denn hier? Gut, alle sind hier. Ich komme, um euch mitzuteilen, dass ich Belial gefunden habe und bereit bin, euch zu ihm zu führen. Dann lasst uns den schwarzen Seelenstein holen und Belial töten. Gut und schön. Aber zuerst muss ich wieder zusammengesetzt werden. Wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten. Vergesst nur nicht den euren. Habt ihr Belials Identität aufdecken können? Ja, doch wir müssen sehr vorsichtig sein. Er hat eure Taten beobachtet und wird langsam nervös. Ihr konzentriert euch auf den Seelenstein. Danach können wir uns um Belial kümmern. Seht ihr, da oben. Statuen von Kults Wächtern. Ich glaube, sie sind fast so wütend wie er. Hinter diesen Portalen befinden sich zwei Relikte, die einst von meinem Blut betrieben wurden. Nehmt die Fiolen, die ihr gefunden habt, und aktiviert mit ihnen die Relikte. Ich werde hierbleiben und das Ritual vorbereiten. Seid vorsichtig. Welchen Ort habt ihr gesehen, der auch nur annähernd vergleichbar wäre? Ich bin mein ganzes Leben umhergezogen, habe in jedem Teil der Welt gekämpft. Was denkt ihr? Hier lauern viele Fallen auf uns, wenn wir nicht vorsichtig sind. Was zu sagen habt, Kull, dann raus damit. Sollten wir kurz Maschinen.
Ich habe Kults Körper. Dann werde ich mit dem Ritual beginnen. Aber ich warne euch, Kull. Wagt es ja nicht, uns in den Rücken zu fallen. Ihr seid von Verrat umgeben, Mädchen. Ich bin die geringste eurer Sorgen. Konzentriert euch, Lea. Gleich, nur noch ein bisschen.